Seit einigen Monaten nehme ich meine Videos mit dem Motu M2 USB Audio Interface auf. Ob sich diese Kaufentscheidung für mich gelohnt hat oder ob ich jetzt sagen würde, ich würde eigentlich was anderes kaufen, das kläre ich nach dem Intro. Ich würde einfach mal die Vor- und Nachteile des Motu M2 aufzählen und dann am Ende ein Fazit ziehen. Sehr positiv aufgefallen ist der Vorverstärker im Motu M2. Dieser hat kaum Eigenrauschen und ich kann die Verstärkung bis zum Maximum drehen, ohne dass ich dadurch Einschränkungen bei der Aufnahme habe. Auch das SM7B kann damit verstärkt werden, tatsächlich hört ihr mich gerade ohne ein Fathead und dem Shure SM7B in das Motu M2 sprechen. Das Motu M2 bietet auch noch einen Kopfhöreranschluss, so dass ich die Möglichkeit habe, das Ganze latenzfrei abzuhören. Bei diesem Punkt fällt dann auch noch positiv auf, dass die beiden Kanäle separat gesteuert werden können. Das heißt, ich kann das Monitoring für Kanal 1 oder Kanal 2 entsprechend ein- oder ausschalten. Ich kann auch für die beiden Anschlüsse die 48 Volt Phantomspeisung getrennt ein- oder ausschalten und auch die Verstärkung können für beide Anschlüsse getrennt geregelt werden. Ein weiterer positiver Punkt ist die USB-C Stromversorgung bzw. der USB-C Anschluss. Es ist keine separate Stromversorgung notwendig, das ganze Gerät kann einfach vom PC aus über den USB 2.0 Port betrieben werden. Kommen wir jetzt aber auch zu den negativen Seiten des Motu M2. Zum einen finde ich den Platzverbrauch auf meinem Schreibtisch schon ziemlich hoch. Ich hatte mal von Rode das AI1 Audio Interface. Zugegeben, das ist jetzt nur für ein Mikrofon gedacht. Allerdings ist das viel, viel kleiner als das Motu M2. Hat auch kein eigenes Display, aber dafür spart man halt Platz. Der größte Nachteil bei dem Gerät ist, dass es sich als eine Soundkarte zwar anmeldet am PC, allerdings der Mikrofoneingang wie ein Stereo-Mikrofon behandelt wird. Das heißt, die beiden Kanäle kriegen keinen einzelnen Eingang oder kein eigenes Gerät auf meinem Windows-PC und ich kann das einfach auswählen und bekomme ein Monosignal raus. Nein, das Gerät meldet sich an wie ein Stereo-Mikrofon und dieses Stereo-Mikrofon in Anführungszeichen hat halt einen linken und einen rechten Kanal. Das heißt wiederum, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Audacity eine Aufnahme mache, dass eine Spur quasi leise ist, wenn dort kein Mikrofon angeschlossen ist und auf der anderen Spur höre ich dann das Signal. Wenn man das jetzt direkt abhören würde, hätte man also auf dem rechten bzw. linken Ohr was zu hören und auf dem anderen nichts. Und deshalb muss man hier nachbearbeiten, um das Ganze in ein Monosignal umzuwandeln. Gerade nehme ich mit Filmora auf, das kann wiederum sehr gut damit umgehen und nimmt das gleich als Monosignal wahr. Also es ist ein bisschen dann von der Software und der Nachbearbeitung abhängig, wie das Ganze dann verarbeitet wird. Gerade bei Live-Anwendungen muss man hier halt darauf achten, dass man nicht nur das eine Signal einspeist. Es gibt dafür Lösungen, ich hätte es aber persönlich für eleganter befunden, wenn einfach wie zwei Soundkarten oder zwei Mikrofone sich anmelden und ich kann immer eins auswählen, denn dann kann ich einfach sicher sein, dass ich ein Monosignal gerade abhöre. Die große Frage, kann ich das Shure SM7B damit betreiben? Ihr hört es gerade damit, ohne Fathead, ja, kann man damit betreiben. Allerdings war mir dann zu wenig Spielraum gegeben und ich habe mir trotzdem noch ein Fathead gekauft. Das wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, man kann ja dann auch nachbearbeiten, aber das trifft halt nicht auf alle Anwendungsbereiche zu. Ich spreche jetzt halt sehr nah in das SM7B ein, dann ist das kein Problem, wenn ich aber ein bisschen weiter entfernt bin, dann wird es schon kniffliger. Um flexibel zu bleiben und ein bisschen Spielraum beim Einpegeln zu haben, bin ich froh, noch einen Fathead zu haben. Hat sich der Kauf für mich gelohnt? Und da muss ich ehrlich sagen, nein, hat er nicht. Ich habe mir gedacht, naja, ich kaufe mal das Motu M2, vielleicht habe ich ja mal die Situation, dass ich zwei Mikrofone betreiben muss, die hatte ich aber bisher nie tatsächlich. Mir hätte also auch das Rode AI1, das ungefähr für die Hälfte des Geldes gibt, auch völlig ausgereicht. Das Display ist ein nettes Gimmick, ich muss aber auch dazu sagen, dass es so eine LED-Leiste auch getan hätte. Ich glaube, das Rode AI1, das hat halt drei verschiedene Farben, je nachdem, wo die Stimme gerade ist. Ich glaube, grün, orange und rot kann das anzeigen. Also auch das wäre wahrscheinlich ausreichend gewesen. Wenn man mal so einen festen Pegel hat, ändert man den in der Regel nicht. Also ich habe da zumindest nicht den konkreten Anwendungszweck für.
Ich bereue jetzt den Kauf aber auch nicht. Es ist ein gutes Audio-Interface, es lässt sich gut benutzen. Ich hätte halt einfach ein günstigeres auch nehmen können, aber das tut's natürlich genauso.